beim Paintballspielen, besonders mit Teilen, die zum Beispiel wie dieses nette Ding hier 16 Joule haben, ja, da ist es ja notwendig, dass man eine Schutzbrille trägt. Ich habe heute eine günstige und eine richtig, ja, ich würde sagen, profi-ballistische Schutzbrille mit. Und auf die werde ich schießen. Und wenn du wissen willst, was dabei rauskommt und ob klassische Schutzbrillen ausreichend sind, ja, fürs Paintballspielen mit 16 Schulteile, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, diese NXG 300 mit 16 Joule ist äquivalent zur HDS 68. Ja. Das halte ich hier in Händen und ich habe zwei Arten von Brillen mitgebracht und wir wollen herausfinden, ob man, wenn man aus kurzer Distanz mit so einem 16 Joule Teil ja, auf so eine Brille schießt, was dann passiert. Das hier ist eine klassische Billigsdorfer Brille. Ja. Absolut ausreichend, ich bin gespannt, was da passiert, wenn wir da drauf schießen. Und das zweite, ja, das ist eine Wild X Spezial Ballistische Superbrille. Ja, und da werden wir jetzt ganz einfach drauf schießen. Dazu habe ich jetzt hier so einen Eschenstab aufgestellt. Bei meinem Bogenschießplatz habe ich schon mit Stinger, mit einer drauf geschossen. Klick auf das hier oben, dann gebe ich da einen Link auf andere Schießvideos. Aber auf jeden Fall, das ist eine klassische Brille. Die sitzt hier schön drauf und da will ich jetzt auf kurze Distanz mit der 16 Joule drauf bötzen, wie man in Österreich sagt, bötzen. Also gut, ich werde jetzt klassische Kreidekugeln verwenden. Man könnte natürlich jetzt auch hier, weiß ich nicht, was es so am Markt gibt von irgendwelchen Gummikugeln oder was. Nur das Thema ist, das macht man beim Paintballspielen ja nicht, ja, denn das ist ja absolut irre. Und aus dem Grund mache ich das jetzt nicht. Ich schieße mit klassischen Kreidekugeln da drauf. Ich bin jetzt gespannt, was da passiert. Treffen müsste ich halt auch. Ich habe kein Zielwasser getrunken, aber eins muss man auch dazu sagen, wirklich zielen kann man damit natürlich schon, klar, aber ich müsste mit dem Laser, den ich hier jetzt zum Beispiel habe, das ist von Olight, die Baldr Pro, da habe ich eine Lampe und einen Laser in einem, ja, nur durch Klicken kann ich das einschalten, da ist jetzt der Laser, ja, den hast du jetzt gerade gesehen, glaube ich, den Punkt, und ich kann auch umstellen mit Lampe und Laser oder nur Lampe, ja, ist ganz einfach so. So, auf jeden Fall wieder einbaut. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich treffe jetzt mal. Gibt's ja nicht. Ich glaube, ja. Also, unseren Eschenstock hat jetzt die Brille vom Hocker geschossen. Ah, und da ist sie jetzt auch schon. So, wie schaut's aus im Schneckenhaus? Da ist nichts durchgegangen. Da ist definitiv nichts durchgegangen. Die hat es zwar runtergeworfen, aber da ist nichts durchgegangen. Das freut mich jetzt, das freut mich sehr. Ich werde noch einen zweiten, ich werde ein bisschen näher rangehen. Das freut mich jetzt, weil das beweist halt, dass so ein Augenschutz doch sinnvoll ist. Ja, aber wir wollen natürlich jede Art von Verletzungen reduzieren. Das ist ganz klar. Jetzt schieße ich mal von wirklich naher Entfernung drauf. Aber eigentlich hätte ich schon erwartet, dass ein bisschen Schaden entsteht, aber ist gar nicht. Nein, schauen wir gleich. Und zwar. Okay. Ja, und zwar jetzt ist die Brille nicht mehr so schön, wie sie war. Und zwar das. Rabumsti. Kabumsti. Das ist der zweite Teil. Und wo ist der Rest? Der liegt da irgendwo. Okay, also das ist so. Okay. Ja, die Brille ist einfach, ja. Okay, die hat jetzt. Okay, da ist so viel Druck drauf gegangen, dass die ganze Brille zersplittert ist. Aber so ist sie jetzt nicht gebrochen. Also direkt durch ist nichts gegangen. Das ist. Okay, aber die Distanz war anscheinend zu nahe. Soll also heißen. Selbst solche kleinen lustigen Kreidekugeln sind absolut wow. Okay, also da wird einiges auf der Birne passieren. Ich mag meine Saber oder wie auch immer das Ding heißt, Wild X. Aber fürs Video werde ich sie opfern. Ja, da
da ist sie auf dem Eschenkopf sozusagen drauf. Ich hoffe, die wird nicht kaputt, aber wir werden gleich sehen, wir werden gleich sehen. Und du musst bedenken, ich habe jetzt schon einige Mal geschossen, da ist jetzt gar nicht mehr die ganze Energie drauf, aber ich will es ganz einfach probieren. Also daher, ich glaube, dass beim Paintball-Spielen ja auch so Distanzregeln gibt, ne, dass man nicht zu nahe rankommt, dann ist es klar, also wenn das ein Kopfschuss auf kurze Distanz ist und die Brille so wegwirft, Halleluja, ich glaube, da will man dann nicht mehr Paintball spielen. Okay, ich bin gespannt. Meine gute Schießbrille. Leck mich am... Ich hab nur leck mich am gesagt. Leck mich am... Was auch immer, aber nicht das. Meine Brille. Oder ist nichts passiert? Da ist der andere Teil. Okay, was ist jetzt los? Ich glaube, der... Oh ja, ich habe Glück gehabt, oder? Habe ich nicht Glück gehabt? Ich weiß es nicht. Die kann man nämlich sowieso so zusammenhängen. Okay. Vielleicht habe ich Glück gehabt. Schau mal. Bei dieser Schießbrille, bei dieser Weil X7 oder Saber oder wie auch immer das Ding heißt, naja, schön schaut es jetzt nicht mehr aus, da kann man sowieso die... Glück gehabt, ich habe ja Glück gehabt. Da kann man diese Gläser wechseln, da gibt es welche für Indoor-Schießen und für Sonnenbrille oder so weiter. Aber da ist überhaupt nichts durchgegangen. Da hat es das abgerissen, da ist so ein... Okay, naja, ein bisschen. Ich hoffe, meine Kamera schaltet endlich einmal scharf. Ich schaffe es einfach nicht momentan, das scharf zu schalten. Bei einigen Videos, wenn du mir folgst, lass übrigens ein Abo da, wenn du das erste Mal da bist. Aber da an der Stelle ist ein kleiner Riss, aber ja, sonst ist die noch in Ordnung. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, wie gesagt, beim Paintball-Spielen du auf die Distanz, selbst wenn du die Brille auf hast, da mit, man, das sind jetzt keine 16 Joule mehr, ja, mit einer Kreidekugel, die irgendjemand in die Goschen schießt, so bist du fertig. Und da muss man ja auch dazu sagen, das waren ja jetzt gar nicht mehr diese 16 Joule, also das ist schon heftig. Weil 7,5 habe ich auch einmal, ich habe einmal ein Video dazu gemacht, die 7,5, die für die Deutschland-Version ist okay, ja, aber die 16 Joule hat halt noch einmal gescheit Power. Und daher, der Beweis ist erbracht, die Schutzbrillen sind sehr sinnvoll und daher gibt es ja auch Spielfelder, wo, also im Endeffekt bei allen Spielfeldern ist das ganz einfach notwendig. Und ich wollte das auch herzeigen und noch einmal beschreiben. Zeigt uns auch, dass so der eine oder andere, der sagt, naja, das ist alles Spielzeug. Ja, es ist grundsätzlich Spielzeug, ab 18 frei in Österreich. Aber, möchte ich auch gleich sagen, ein gefährliches Spielzeug. Also bitte immer aufpassen. So, das war's jetzt. Jetzt bist du dran. So, kann man eigentlich nur so grob, also so ein Mahnziel sozusagen trifft man am Platz, aber jetzt wirklich gezielt, da gibt es Besseres. Aber schau mal in meinen Shop, ist alles billigste Eigenwerbung, gibt natürlich dieses Ding auch. Übrigens, kommt darauf an, wenn du das Video anschaust, zur Mutter- oder auch zur Vatertagsaktion. Also ich an deiner Stelle würde reinschauen, ob wir diese Aktion noch haben, denn wir haben die wirklich jetzt zu einem fetten Preis. Also schau mal rein. Puh, das passiert immer wieder mal, aufgrund dieser 16 Joule, dass da diese Kreidekugel im Lauf oder kurz nach dem Lauf zerreißt. Hast du das auch schon? Ich bin nicht der große Paintball-Spieler, ich bin da nicht so der Profi. Aber ist das normal oder nicht? Keine Ahnung. Dass da die Gelatine, es ist ja eine Gelatinekugel, ne? Abbaubar, wasserlöslich, also keine Sorge, ich verseuche hier nicht den gesamten Bereich mit Plastik, sondern das ist halt Gelatine. Und daneben! Ah, siehst du? Das war's jetzt. Schreib mal einen Kommentar, wenn du magst. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schau einen Link vorbei. Na, im Shop über den Link. 16 Schuhe sind schon cool. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, da geht's direkt zu mir in den Shop, zu dem Teil. Schau mal vorbei, aber andere Videos. Es hat mich gefreut. Dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.